Gelegenheit gegeben, das Judentum an seiner Niststätte kennenzulernen. Fast 4 Millionen Juden sind hier in Polen. Allerdings wird man sie unter der bäuerlichen Bevölkerung vergeblich suchen. Sie haben auch nicht unter den Wirren des Krieges zu leiden gehabt, wie die eingeborene polnische Bevölkerung. Sie saßen wie Unbeteiligte in den dunklen Ghettogassen der polnischen Städte. Wir Deutschen haben schon vor 25 Jahren einmal Gelegenheit gehabt, einen Blick in das polnische Ghetto zu werfen. Diesmal aber ist unser Blick durch die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte geschärft. Wir sehen nicht mehr wie 1914 bloß das Groteske und Komische an diesen fragwürdigen Gestalten des Ghettos. Wir erkennen, dass hier ein Pestherd liegt, der die Gesundheit der arischen Völker bedroht. Richard Wagner hat einmal gesagt, der Jude ist der plastische Dämon des Verfalls der Menschheit. Und diese Bilder bestätigen die Richtigkeit seines Ausspruchs. Das häusliche Zusammenleben der Juden zeigt einen auffallenden Mangel an selbstschöpferischer Zivilisationsfähigkeit. Auf Deutsch gesagt, die jüdischen Behausungen sind unsauber und verwahrlost. Man muss bedenken, dass diese Juden nicht etwa arm sind. Durch jahrzehntelangen Handel haben sie genug Geld angehäuft, um sich und ihrer Familie ein sauberes und behagliches Heim schaffen zu können. Aber sie wohnen Generationen hindurch in denselben schmutzigen und verwanzten Wohnlöchern. Unbekümmert um die weihelose Umgebung, ihre zeremoniell hergesagten Gebete ab. Die Pendelbewegungen des Oberkörpers gehören zum vorschriftsmäßigen Lesen jüdischer Schriften.